Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Heute auch wieder auf meinem YouTube-Kanal. Es geht wieder heute weiter. Wir werden heute diese große Kreatur endlich zur Strecke bringen. Ich hoffe, das passiert heute. Weil wir wollen ja irgendwie noch heute vorankommen. So, wir haben auf jeden Fall erstmal keinen Platz mehr. Wir müssen erstmal ein paar Sachen, ja, halt wegschmeißen. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Koffer, da können wir Erste-Hilfe-Spray, eher gesagt. Können wir auf jeden Fall was mit anfangen und das werden wir auch jeden Fall direkt benutzen, weil das könnte unser Leben unter sehr kritischem Zustand bringen. Was hast du davon, wenn du das Ding hochheben willst? Ha. Ja, so sieht's aus. Also, wir müssen jetzt erstmal hier im Kreis laufen, gucken, dass wir den mal ein bisschen abschießen hier. Seine Augen treffen. Meiner Meinung nach hat er ein bisschen zu viele Augen. Da müssen mal ein paar weggemacht werden. Ich könnte ihn auch in so eine Granate abwerfen. Und dann löscht er natürlich. Ja, Problem ist jetzt natürlich sein Rücken. Wo werft er das denn? Okay, der kommt da nicht vorbei. Da haben wir es natürlich, was sonst auch. Nächstes Auge haben wir getroffen. Jetzt nur noch das da unten. Okay, hat er auch gut erwischt. Ganz, ganz knapp daneben. Okay, das hat wahrscheinlich eher weniger was geholfen. Glaube ich zumindest. Okay, er ist auf jeden Fall jetzt wütender geworden. Ich bin halt nicht schnell genug. Boah, wie kann man so viel Glück haben? Echt? Wirklich? Ist doch nicht so viel. Kann ich nicht so viel Glück haben. Wenn er sich gerade selbst so sieht, wie knapp und vorbei er mich fast getroffen hätte. Okay, wir müssen weg. Wir müssen weg. Das sah richtig, ja, das sieht schmerzhaft aus. Aber wir haben es gut noch geschafft. Ja, jetzt klar. Ganz, ganz knapp. Schon wieder so eine Granate. Was haben wir hier noch? Munition hoffentlich. Wir haben eine sehr gute Munition. Ob er uns trifft? Bestimmt. Munition ist einfach voll. Nee, haben wir die gewechselt? Echt? Ist doch jetzt. Was haben wir denn hier? Oh ja, 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 das nehmen wir mit. Da kommen wir gut über. Alter, ist alles am Brennen. Nimm doch. Danke. Er scheint zuzuschlagen. Nein, er scheint nicht zu. Er wird natürlich jetzt vom Großfeuer erstmal getroffen von mir. Ohohohoho. Wie Glück kann man nur so haben? Leute. Ah, der hat mich jetzt. Doch schön nah gehen, damit wir auch ja treffen. Ja, scheint
scheiße wütend zu sein. Aber so richtig heiß wütend. Dass wir den... Alter, ist der am Brennen oder was? Nee, aber... Bitte sag nicht, dass du mir das Ding da jetzt noch aufhören willst. Tja, ich glaube, es ist doch nicht daneben. Noch nicht daneben. Ja, man muss ja schon... Stehen bleiben. Stehen bleiben. Das krieg ich am Haus. Krass. Aber wie der am Ausrasten ist. Der ist komplett gerade am Übertreiben. Ja. Aber ihr seht ja selber, es ist relativ simpel, ihn da irgendwie ein bisschen auszuweichen. Außer dass er da irgendwelche Ausraster, Ticks oder sowas hat. Ist das eingesprengt schon? Krass. Also er hat ja schon, der macht ja schon viel kaputt, sagen wir mal so. Ich meine, in einem gefährlichen Zustand könnten wir eventuell langsamer laufen. Welche komischen Ausraster, was hast du denn? Ich weiß, du bist so ein Fehlobjekt mit deiner keine Ahnung. Irgendwas ist ja mit dem passiert. Wenn ich so oft getroffen hätte, ich liege da bestimmt jetzt schon 10 Mal auf Boden. Meine Zunge sieht so nett aus. Echt krass. Also man muss sagen, gut gelaufen. Wir wurden einmal getroffen und seitdem noch nicht mehr. Ich meine, man muss ja schon extrem viel Glück haben, um da durchzukommen. Aber dass wir so viel Glück haben, hätte ich im Leben nicht gedacht, aber cool. Cool, cool, cool. Ja, wo muss ich denn jetzt hin, bitte? Kann mir das mal bitte einer erklären? Dahin? Nee, der Aufzug ist ja wahrscheinlich eher kaputt. Da haben wir aber noch was. Eine Handgranate. Sieht doch ganz gut aus. Aber wir müssen doch hier irgendwas finden, wo wir jetzt doch weiterkommen. Habe ich hier vielleicht eine Leiter übersehen oder sowas? Oder da? Ah, da. Ist so ein kleiner Aufzug, den ich nicht gesehen habe. Auch cool. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die Jeep-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Vertraust im Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Oh, oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt. Okay, gut. Ach, wenn wir erstmal wieder hier ein bisschen frisch gewaschen hier. Wirklich. Doch, jetzt aber. So. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Wir haben... Munition ist noch ganz okay. Wir sind im guten Weg.
Naja, tut mir leid, Junge. Es tut mir leid. Ich weiß zwar nicht, immer noch nicht, was du vorhattest, aber das will ich auch besser noch gar nicht wissen. Jetzt geht's erstmal weiter. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will, ich tue es nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mache doch nur meinen Job. Und ich mache meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Du glaubst, du kannst es. Auf dich auf, Leon. Nein! Okay, wir haben jetzt nur noch insgesamt 10 Minuten Zeit. Ach komm, geh einfach da rein. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Da macht er automatisch. Bitte mal automatisch. Danke. Wenigstens etwas. Okay, 10 Minuten haben wir. 9 Minuten 39 haben wir jetzt noch Zeit. Das müssten wir jetzt packen. Eieiei. Das ist krass. Ja, tut mir leid für Leon Kennedy, dass du jetzt da das miterleben musstest und dass du sie nicht mehr retten konntest. Es war schon krass. Also einmal in die Schulter reingeschossen und dann fängt jetzt alles an einzustürzen und wir brauchen ungefähr eine ganze Minute, bis wir hier unten sind. Alter, mach mal schneller, Junge. Mach einfach schneller. Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja, gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich! Verschwinde von hier!
Verdammt! 9 Minuten bis zur Detonation. Okay, er hat es mir schon mal vorgesagt. Das ist schon mal gut. So. Auweh. Ich hoffe, wir haben da jetzt noch was schnell in der Kiste drin. Was haben wir denn da? Munition brauchen wir vielleicht nochmal. Oder Munition haben wir eigentlich noch ganz genug. Alles klar. Weg hier. Raus. So. Auch automatisch. Perfekt. Danke. Wir verlieren einfach so viel Zeit davon. Vor allen Dingen, weil man noch nicht weiß. Komm, du kannst lebendig begraben werden, aber ich hier nicht. Danke. Ich wollte hier noch lebend irgendwie raus. Oh ja, perfekt. Kombinieren wir das Ganze mal und jetzt schnell raus hier. Da ist die Treppe. Kann man hier nicht irgendwie runtergleiten, dass man da so schnell wie möglich unten ist? Nein, wir machen es mal ganz gemütlich. Also wir haben ja Zeit. Das ist alles möglich. Soll das ein verdammter Witz sein? Als ob ich nicht schon genug Stress habe. Okay, der ist wahrscheinlich eher abgehauen, weil er gemerkt hat, so, es hat einfach gar keinen Sinn, mich zu jagen. Ich muss weiter. Okay, 7 Minuten und 30 Sekunden. Verbindungsstecker. Munition nehmen wir mal mit. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt noch brauchen. Ach, verkehrt herum. 52 Munition müsste reichen. Wir haben alles andere, haben wir leider nicht mehr. Muss funktionieren. So. Dann können wir leider nicht mitnehmen. Egal. Lassen wir das einfach weg. Und dann nichts wie weg hier. Was zur Hölle? Bitte nicht schon wieder. Bitte. Hast du irgendein Auge oder sowas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du hast kein Auge. Das ist doch nicht der, den wir jetzt gerade denken, oder? Oh, Alter. Da hat er uns mal wieder richtig gut getroffen. Bisschen komplizierter als ich dachte. Sagen.
Willkommen wieder zum zweiten Versuch. Es geht jetzt wieder weiter. Er hat uns eben richtig erwischt, dass wir da noch nicht mal mehr eine Chance hatten. Wir haben aber gesehen, dass er vorne an ein Herz hat. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie kriegen. Beziehungsweise so ein bisschen abschießen. Ich hoffe, das funktioniert. Er ist halt sehr brutal. Vielleicht klappt es ja, wenn mich immer außerhalb. Naja, was heißt, bringt es wahrscheinlich auch nicht so gut. Schutz vielleicht sein. Ja, zum Glück ein Schutz. Ein bisschen Glück gehabt. Ich muss die ganze Munition einfach auf den drauf. Ist egal, ob es klappt oder nicht. Irgendwie muss das ja funktionieren. Haben wir nicht noch ein Leben? Oh, ich hab vergessen. Nochmal. Krass. Nicht gerechnet, aber wir haben wurden ganz stark erwischt. Richtig stark gesessen. Wir können nicht schießen, weil das ist nicht. Dass der uns dezent diesmal erwischt. Lecker. Ja, super. Der wurde mal richtig in die Luft gesprengt. Sie haben die unterste Ebene erreicht. Ach, kommt schon, Leute, echt jetzt? Wir haben nicht mehr so viel Munition, ja? Muss jetzt jeder einzelne gucken. Was zum Besten? Perfekt. Das haben wir gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Immerhin, wir haben es geschafft, in den Zug reinzubekommen. Wir sind jetzt so weit, so gut wie in Sicherheit. Hat ja bis jetzt alles gut geklappt. Ja, was machen wir mit den Armbändchen jetzt?
unglaublich, aber ich vermisse sie. Tja, es tut mir auch leid, wa? Also... sie hat uns im Endeffekt geholfen, dass du es leider nicht gesehen hast. Leon? Hey. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Meine Damen und Herren, das war das Spiel Resident Evil 2. Wir haben nicht alle Rätsel bis jetzt gelöst. Das war jetzt erstmal das letzte Spiel von Resident Evil 2. Wir haben es geschafft. Wir haben das Abenteuer überlebt und wir haben es echt riskiert und versucht, jede Menge Rätsel zu lösen. Ja. Das war's wohl. So sieht's momentan aus. Wir haben große Kreaturen besiegt. Wir haben Verlust gemacht. Und, ja, wir haben ein Wiedertreffen mit Claire, die wir wieder gefunden haben, die zum Glück auch im Zug drin war. Und dann werde ich mal von meiner Seite aus sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch das Ganze hier zu zeigen, was das ganze Spiel auf sich hat, was das Spiel so bietet und so weiter und so fort. Also gibt es echt manchmal coole Sachen und auch manchmal auch echt schwierige Sachen, die man teilweise nicht im einen Versuch direkt schafft. Das ist dann meistens dann so. Ich verabschiede mich für heute, das letzte Video von Resident Evil 2. Bis zur nächsten Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst auch gerne ein Like da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch gerne tun. Ich würde mich großartig, sehr groß freuen, wenn ihr das jetzt noch machen würdet. Bis dahin, zur nächsten Folge, Video. Seid gespannt. Bis dahin. Ciao.